Wenn ich mit einer Gruppe in einem analogen Raum zusammenarbeite, dann verwende ich ja verschiedene Hilfsmittel, um Arbeitsergebnisse und Arbeitsprozesse zu visualisieren. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Flipchart, mit einer Metaplan-Kartenwand. Ich benutze Karteikarten, kleine Notizzettel, die pinne ich irgendwo hin. Ich habe einen Moderationskoffer mit Stiften, Markern, Pins und vieles mehr. Genau diese Hilfsmittel, die gibt es auch digital, zum Beispiel mit dem Tool Konzeptboard. Konzeptboard wirbt mit dem Slogan Hosted in Germany. Es ist also datenschutzkonform nutzbar. Es hat verschiedene Tarife, auch einen kostenlosen Account zum Ausprobieren. Konkret könnte eine Nutzung in einer Gruppe zum Beispiel so aussehen, dass ich als Moderator ein digitales Flipchart erstelle, verschiedene Leitfragen formuliere, ich dann für dieses Flipchart einen Zugangslink generiere. Diesen schicke ich dann meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die klicken drauf und es öffnet sich im Browser genau dieses Board. Und ohne sich anmelden oder registrieren zu müssen, können die dann auch ganz schnell eigene Inhalte auch beitragen und reinschreiben, eigene Karten erstellen und diese auch ja verändern und eigene Arbeitsprozesse auch damit gestalten. Wenn dich das bislang interessiert hat, dann empfehle ich dir diese Videoreihe weiter anzuschauen, denn ich werde weiter beschreiben, wie wir Inhalte einfügen können, wie wir mit Gruppen arbeiten und welche Moderationstools im Konzeptboard vorhanden sind. Daher wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Videoreihe. Bis bald.